Den faulen Knochen Sans gab's im letzten Part. Wir machen weiter auf neuen Retro-Strecken. Alter, Metal Mewtwo. Stark, Metal. Was ist mit euch los? Hä? Ich glaube, jetzt passt's wieder, oder? Ein bisschen heller? Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt. So. Ja, heute Son Goku! Oder sollte man nur Goku sagen? Ich glaube, Son Goku haben die nur früher. Das war eigentlich ein Übersetzungsfehler, ne? Eigentlich ist es nur ein Übersetzungsfehler, da so ein Goku dran zu hängen. Ich wollte... Mir ist aufgefallen. Ja. Wir nehmen die Wolke. Nicht nur, dass er schön angewinkelt Beine hat, ne, wo es ziemlich eng aussieht. Da hinten ist ein schöner Dragon Ball mit 7 Sternen drauf. Und es erinnert an Jindo Jun. Wobei Jindo Jun war, glaube ich, gelblich, ne? Aber ich glaube, war gelblich. Die Reifen, ja... Reifen, Knopfreifen sind wie gewohnt, die haben wir schon gesehen, die haben eine andere Farbe. Ist vielleicht besser, wenn es so kleine Reifen sind, oder? Oder normale? Normale sind zu normal. Wo wurden denn die Triforce-Sachen entfernt? Das ist ja gar nicht so cool. Irgendwas Spezifisches hier? Haben wir schon gesehen. Ich kann einfach die kleinen Reifen nehmen, die Schwammreifen und so. Gut, okay. Und der Gleiter, ja, wir könnten natürlich, mal ganz kurz. Wo haben wir denn, also der, ja, aber hier mit den Dragon Balls sieht halt super cool aus. Das Ding ist, das siehst du halt oft nicht, ne? Das ist halt ziemlich interessant manchmal. So, in Part Nummer 6, wir sind in Part 6, ne? Jawohl. Ich bin optimal vorbereitet, wie immer. Ihr kennt mich, alles hier, ne? Real. So würde ich es verkaufen. Real bin ich. 4 Strecken, noch nicht da gewesen in Mario Kart 8. Wohl aber! Das ist der gute alte Blätterwald, den kennt man aber auch schon zweifach. Aus der Nintendo Wii-Fassung. Und wurde tatsächlich direkt in Mario Kart 7 wieder erneut benutzt. Und ich sag's, wie es ist, der Blätterwald ist hübsch. Ich mochte den schon immer. Musik passt nicht. Schade. Ja, die Kanone ist einfach ein Gleiter. Also einfach eine Flugpassage. Optimal gelöst. War es nicht so auch in Mario Kart 7? Hat ja damals auch schon den Eindruck, dass die tatsächlich einige der Pralinen aus Mario Kart Wii für Mario Kart 7 wieder rausgefischt haben. Ja, bleibt nicht aus, ne? Oder? Gibt's Blätterwald-Hater da draußen? Ich meine, als man das Mario Kart Wii zum ersten Mal gespielt hat, konnte man sich hier vielleicht schon mal anstellen. Konnte man sich schon mal anstellen? Da ist man schon mal runtergefallen hier auf dem rutschigen Baumstamm da. Ja, gut. Es ist nicht Mario Kart Wii. Ich hab's verstanden. Gotta go fast. Son Goku mit Links Stimme. Passt ein bisschen. Also, wohin, wenn nicht hier hin, oder? Alle wollen Son Goku haben für Smash. Und so oft wurde gesagt, nee, nur Charaktere, die ihren Ursprung aus Games haben. Son Goku hatte einige Games. Also auf jeden Fall mehr als die Ice Climbers oder Ness und Lucas oder... Also Son Goku hat schon echt viel, also müssen wir mal zählen. Es könnten schon... Boah, gibt's ja schon seit NES, ne? Seit NES gab's schon zum ersten Dragon Ball Games. Ich wollte echt mal eine Rubrik machen. Ich habe ja auch 2 Spiele Let's Played sogar, ne? Dragon Ball Raging Blast, wo wir die ganze Dragon Ball Z-Geschichte, ja, nachgekämpft haben. Und Dragon Ball Revenge of King Piccolo, wo man Großteile... des originalen alten Dragon Balls, ne? Man muss es so bezeichnen. Wo so ein Goku ein Kind war, wo das ein bisschen nacherzählt wurde. War ganz nettes, ja, Beat'em'up ist vielleicht falsch gesagt. Man ist rumgelaufen, hat Gegner verprügelt, ne? War solide. Ich fand's ganz spaßig. Und gab auch ernsthafte Kämpfe, ja, wenn ich mich an den Endboss erinnere. Die 2 Sachen habe ich Let's Played. Leute sagen schon immer, Magos, mach doch mal wieder ein Dragon Ball. Dann mach mal wieder. Tatsächlich habe ich mir extra Dragon Ball Z Kakarot gekauft und auf Twitch gezockt. Ja, das Spiel ist so gewaltig.
Das war mir zu gewaltig. Da gibt es so viel zu beachten und zu tun und du kannst so viel tun. Ist ein wirklich sehr schönes Spiel, aber das hat Dimensionen überstiegen meine Vorstellungen. Das war mir zu viel. Tatsache. Ich bin einer, der mag es gerne ein bisschen kompakter, ne? Den Gaming-Spaß. Ich will nicht erst 2 Stunden Tutorial und dann 500 Stunden. Manche sind froh drum, für ihr Geld was zu bekommen, aber das Dragon Ball Z Kakarot, so gut es ist, sehr liebevoll mit vielen Details und so, das habe ich mir eigentlich immer gewünscht. Das hättest du mir als Kind geben sollen oder als Teenie. Hätte ich das inhaliert. Ich habe auch andere Dragon Ball Sachen früher gespielt. Hier für GameCube. Nee, nicht für... Doch. Moment. Es gab Butter bei die Fische. Bringen wir mal auf die Kette hier, während wir betonen. Ich denke halt immer, ich kann es. Wir betonen, wie schön die Strecke Blätterwald hier umgesetzt wurde. Reden wir aber trotzdem ein bisschen über Son Goku. Und Dragon Ball. Dragon Ball Games. Ich habe schon so ein paar Super Nintendo Beat'em-Ups gespielt, die halt klar an Street Fighter angelehnt waren. Da war cooler Stuff dabei. Für PlayStation 1 gab es coole Beat'em-Ups. Erinnere mich. Das war mein erstes hochgeladenes Video auf YouTube. Dragon Ball Ultimate 22. Ultimate 22, habe ich immer gesagt. Das Opening habe ich hochgeladen. Und dann gab es für PS2 Dragon Ball Z Budokai. War auch so ein, ne? Ich sag mal im Vergleich Tekken, ne? Nicht Street Fighter, eher so Tekken-like. Aber halt schon, ne? Mit Energiebalken links, rechts, verkloppen, dies, das, Ananas. Was haben wir als nächstes? Erstmal darüber reden. Das ist... Oh, das könnte... Mario Kart 64 sein. Ja. Mario Circuit. Das ist Mario Circuit. Mario Raceway. Raceway heißt es. Und Nintendo 64 und wurde Mario Kart wie auch schon wieder umgeschnackselt. Und jetzt die Mario Kart 8 Variante. Was macht ihr denn da? Die halten Wache und ich habe falsch gedriftet. Kommt davon, wenn man diese ganzen wilden Karts ausprobiert. Also, Dragon Ball Budokai für PS2. Ich habe es mir immer gewünscht. Aber dann kam Budokai 2 heraus. Für den GameCube und ich glaube dann auch für Xbox. Neben PS2 natürlich. Und das habe ich mir für den GameCube gekauft und ich war begeistert. Geht. Denn neben den Kampf-Sections hat man da im Story-Mode so eine Art... Brettspiel, ne, wo man seine Figuren verschieben muss und die Figuren waren dann halt so ein Goku, Krillin und alle anderen, aber ich mochte es, ich mochte Budokai 2. Hat es noch jemand gehabt von euch? Ab in die Kommentare. Ja, dann gab es Budokai 3, dann habe ich mir tatsächlich eine PlayStation 2 gekauft und Budokai 3, ich weiß nicht, ob es das auch von GameCube gab, bin mir nicht sicher. Das habe ich aber nicht so viel gespielt. Denn dann kam auch schon Budokai Tenkaichi. Ne, nicht verwechseln. Es gibt Dragon Ball Z Budokai. Und es gibt Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Ich war begeistert. Habe ich sehr viel gespielt. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Weil das kein klassisches Beat'em-up war, wo man sich gegenübersteht und so weiter und so fort. Sondern du konntest dich halt komplett frei bewegen. Ne? Die konnten fliegen über ihr Areal. Und da kamst du und hast sie verprügelt. Ja. Das hat Spaß gemacht. Und wenn sich Son Goku dann in einen Wehraffen verwandelt hat, dann hat er sich in einen Wehraffen verwandelt, war dann riesig. Das war sehr coole Atmosphäre. Habe ich sehr gerne gespielt. Ich glaube, ich habe es auch für PS2 gespielt, ja. Ja, und dann ging es auch noch weiter. Da kam raus Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Die hatten auch sau viele Charaktere. Das war damals der Maßstab. Hier für PS1 Dragon Ball Z Ultimate 22. Das 22 bezieht sich natürlich auf die auswählbaren Charaktere. 22 Charaktere. Aber es waren verdammt viele in Budokai Tenkaichi. Und in 2 und 3 wurden es noch mehr. Ach, ganz wilde Kämpferauswahl teils. Dragon Ball GT und so weiter. Ja, Budokai Tenkaichi 2 habe ich mir gekauft, aber dann nicht so intensiv gespielt. Weiß nicht, da fehlt ja dann die Zeit und so. Und Budokai Tenkaichi 3 habe ich gar nicht gekauft. Dann kam die Xbox 360 raus und ich habe mir ein Dragon Ball Spiel gekauft, das nannte sich Dragon Ball Z Burst Limit. Und ich war enttäuscht, dass Burst Limit zwar eine coole Aufmachung hatte, ich glaube auch einen coolen Grafikstil. Jetzt kriege ich einen Pilz, nicht bei der Abkürzung, ne? Dragon Ball Z Burst Limit, ja, war wieder so ein 2D-Kämpfer, ne? So wie Budokai am Anfang.
Das war ein bisschen bedauerlich. Dann habe ich es erstmal aufgegeben mit Dragon Ball Spielen und dann bin ich irgendwie aufmerksam geworden auf Raging Blast. Ja, Raging Blast 1 und 2 und habe dann mit euch eben Raging Blast Let's Played. Die ganze Story durch. Ich finde, gibt's Parallelen zwischen Budokai Tenkaichi und Raging Blast. Ja, die sind sich ein bisschen ähnlich. Was haben wir denn hier für eine Rainbow Road? Die ist ganz schön dunkel. Ich sehe aber schon anhand der Minimap rechts, was für eine GBA Road das ist. Nämlich die GBA-Fassung. Da denke ich mir schon immer, ne? Die haben, Mario Kart hat schon immer, die SNES-Variante geremaked und dann N64 geremaked. Aber was ist los? Was mit GBA? Kommt die auch noch dran? Wird die ausgelassen? Könnte ich mir vorstellen. Weil die Rainbow Roads von Double Dash und Mario Kart DS und Wii, upsie, sind dann spannender, ne? Und wäre sinnvoller, die zu remaken. Es sei denn, Nintendo macht hier ein bisschen mehr draus. Also auf dem GBA war die Knorke. War cool. Aber ich wüsste auch nicht, wie du noch viel mehr rausmachen kannst. Ja, hier fliegen, gut. Das ist sehr dunkel. Das ist ja ziemlich, als würde es gleich anfangen zu schütten, wie aus Eimern. Oder gar gewittern. Also so die generelle Atmosphäre mag ich nicht. Ich mag mehr Kontrast und bunt und hell. Aber ansonsten freue ich mich hier, die GBA Rainbow Road, die sonst nirgends neu aufgelegt wurde oder jemals wieder gesehen wurde. Meines Wissens, ich kann mich Mario Kart Tour nicht hundertprozentig sagen. Freue ich mich, die wieder zu sehen. Jo, schön. Auch mit der Paper Mario Burg im Hintergrund. Oh, hat der Blooper es hinbekommen, ja. Also die Burg aus Paper Mario war zu sehen in Super Circuit. Alter, fliegende Festung da. Wusste ich damals übrigens nicht. Als Kind, als Super Circuit rauskam. Ja, was noch, ne? Raging Blast bekam Nachfolger, dies, das. Dann gab's auch hier, es gab immer mal Dragon Ball Spiele. Ich habe nicht annähernd alle auf die Kette bekommen. Nur die ich selbst gekauft habe oder gekannt habe. Und das, Xenoverse war auch noch so beliebt, ne? Dragon Ball Z Xenoverse. Aber es sind auch die ganze Zeit für DS und 3DS irgendwelche Spiele rausgekommen. Dragon Ball Heroes oder was? Oder war das ein Browser-Game oder ein Mobile-Game? Die Kurve ist ein bisschen zu knifflig. Ne, Fox? Fox mit Cloud vor uns. Ja, ja. Welche Dragon Ball Spiele habt ihr gespielt? Wo habt ihr schöne Erinnerungen dran? Da gerne in die Kommentare. Ja, nach Xenoverse, ich glaube 1 und 2, die waren ganz gut, hörte ich. Kam jetzt Kakarot, was auch sehr gut ist, aber wie gesagt, ist mir zu mächtig. Ich wollte, aber da wird mir zu viel von mir verlangt. Habe ich Gefühl. War zu intens. Ja, die Strecke ist ganz gut. Wie gesagt, mir zu dunkel irgendwie, zu unwetterig. Vielleicht beabsichtigt. Guck mal, er grinst, wie er lächelt. Jetzt nicht mehr, aber darunter fällt nicht mehr. Gab ja auch die... Oh, der Arm sieht aber nicht gesund aus, wenn ich das so sehe. Guckt euch den Arm an. Eieiei, besser. Gab die Folge bei Dragon Ball Z, eine Filler-Folge, wo Son Goku und Piccolo den Führerschein machen und sich verkleidet haben und dann... Und vor allen Dingen Piccolo. Ich glaube, das war vor den Zelda-Spielen. Oh, Yoshi-Kaskaden, auch so dunkel. Sag mal, was ist denn bei euch für ein Sauwetter eigentlich? Das ist auch schon die vierte Strecke, ne? Vom Nintendo DS Yoshi-Kaskaden wurden auch wieder geremaked. Neu aufgelegt. Bei Mario Kart Wii. Ich muss hier vor allen Dingen an eine ganz besondere Cheater-Runde denken. Die Strecke neu aufgelegt wurde. Aber man braucht auch simplere Strecken, ne? Für den ersten Cup, für die ersten Cups, ne? Zum Reinkommen. Mario Kart soll ja auch für Anfänger und Noobs sein und Casuals. Warte. In der Mitte ist ein riesiges Yoshi-Ei. Pass auf, dass du da nicht runterfällst, da geht's steil bergab in der Karriere. Aber Son Goku ist nicht der beste Fahrer. Das wissen wir nicht nur seit der Filler-Folge, sondern ich merke das auch hier.
Wie wär's, wenn du Jin und Jun einfach mal nimmst zum Fliegen? Das ist mehr Erfolgschancen. Das ist ja nicht erlaubt, ne? Gibt's eigentlich einen Dragon Ball Racer? Es gibt so einen, es gibt Digimon Racing, es gibt, was weiß ich, Racing, aber... Dragon Ball? Muss ein Kampfspiel sein. Oh, ganz knapp. Punktgleich mit wem nochmal gleich? Punktgleich auf dem ersten Platz. Das war knapp, aber das war gut. Son Goku, danke dir, dass du dabei warst. Danke euch, dass ihr dabei wart bei diesem Part. Mario Kart 8. Custom Tracks. Das nächste Mal mit SpongeBob. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann, ciao.